Willkommen zurück zu einer neuen super feucht spritzigen Folge Battle Crowns mit dem Spritzminister Kreis. Ich bin der Schlitzminister. Nein, Spritzminister. Deswegen nennen wir doch auch die Aktion hier Luke 2, oder nicht? Du hast gesagt, ich stehe nicht so auf Schlitze. Okay, aber wo müssen wir hin? Luke 2? Ich werfe nicht so gerne die Münze rein, sondern ich lasse mir lieber die Münze einwerfen. Das war dein Motto. Erst polieren, spucken rein. Okay. Ja, wohin dann? Weiß ich nicht. Da irgendwo ans Meer? Da drüben, da in die Passel-Gegend. Oder da bei der Zunge. Lass mal hier ganz an den Rand. Boah, hier fliegen aber einige rum. Aber lass mal hier ganz an den Rand gehen. Da ist doch so ein bisschen was an der Straße. Das sind doch so ein paar Häuser. So ja, ja, so ein kleines Schlumpfdorf. Genau, an der Seezunge. Wenn ihr ganz lieb seid, dann könnt ihr vielleicht auch ein paar Schlümpfe sehen. Guck mal, da hinten. Was ist das da hinten? Die Insel. Da will noch einer hin. Da war ich ja noch nie. Ist das die Startinsel? Echt? Da will auch noch... Oh, Mist. Und ich wette, das ist der, der die bessere Leitung hat und sofort wie ein Stein mit Bleihoten nach unten mit rast. Bleieiern, ja. Die haben immer Bleieier. Da drüben ist ein Boot, ne? Du bist ja so ein Boot. Ich hab's auch gerade schon gesehen. Ich wollte es gerade sagen. Ich hab's direkt gesehen. Wir fahren mit dem Boot. Drauf an, wo wir hin müssen. Boot fahren ist so cool. Also bei uns landet der nicht, oder? Nee, noch sehe ich hier keinen. Bin unten. Ich auch, ich bin unten. Renn. Rein ins Haus! Renn! Ich steck fest in der Mauer! Ah. Ich hab einen Verband, also wenn er mich trifft, dann kann ich wenigstens sagen, hey, ich mach ein Pflaster drauf. Ja! Augenblick. Alter, ich hab eine Scar L. Alter, Motorradhelm. Aber leider keine Munition. 30, aber. Ja, gut, mehr wäre gut. Nix. Ah, toll, ich hab einen vertikalen Handgriff, den kann ich mir afterlös einführen. Eine Gasmaske. Und Verbandpäckchen hab ich auch. Ach, Kinder, Kampfhose, eine Polizeiweste, die kann ich doch mal mitnehmen. Schnellwechselmagazin habe ich auch noch, richtig nice. Hätte ich jetzt noch ein bisschen Munition. Hier ist nichts. Warum sind wir immer in der No-Loot-Area? Und wir sind wieder außerhalb der Zone. Naja, aber weißt, normalerweise, selbst da ist ja dann eigentlich immer der beste Loot, weißt du? Aber dann denken die sich, oh, warte mal, Kies und Kreis sind jetzt abgesprungen, dann den ganzen Loot bitte auf die andere Seite der Insel schieben. Ja, so ist es. Ja, wirklich. Ich habe Le Pan. Geil. Hast du eine Waffe? Nein. Ich habe nichts. Hier drüben sind ja noch ein paar Häuschen. Ein Helm, eine Weste, so eine Pistole habe ich wenigstens schon mal. 45er. Hier drüben ist eine Shotgun. Willst du die haben? Nimm erstmal mit. Vielleicht finde ich ja noch was. Bevor ich jetzt da rüberkomme und dann... Ah! Was hat er? AKM! Alter, eine AKM! Oh, diesmal sogar mit ein bisschen Munition dabei. Ja, ist doch fein. War ein Rucksack, ich habe keinen Platz mehr, ich kann nichts mehr mitnehmen. Eine Brechstange habe ich. Hier liegt noch eine M16. Hä, Moment, habe ich eben gerade zwei Kugeln einsammeln können? Nimm die M16 mal mit. Über die Shotgun. Okay, dann ziehe ich mir ausnahmsweise auch mal eine Hose an, damit ich nicht so glänze in der Sonne. Ah, na, nicht genügend Platz. Ja, wir haben aber ich habe sie alle dabei, gut. Du kannst sie aber auch in deinem After schmuggeln, du kennst doch die Technik. Du warst doch lange im Knast. Ja, so dein Ding. Also aus den Dingen halte ich mich eher raus, ne? Also so dieses After-Schmuggeln, das hat er richtig drauf. How to smuggle. Er hat's auch wirklich perfektioniert. Er kann mit seinem Rektum rauchen. Das können nur die wenigsten. Also wenn es hart auf hart so kommt, kann er es direkt, ja, er kann es direkt konsumieren. Beim Furzen so nach innen. Der Interracial Smoker. Oh, eine Militärweste Stufe 3. Alter, er hat eine Militärweste. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe auch sowas noch nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Scheiß finde. Von wegen, er findet nicht den Loot. Konsole geöffnet, Militärweste Stufe 3. Ja, der alte Konsolentrick. Dann hat das Spiel gesagt, dieses Level ist nicht vorhanden. Hat er gesagt, einfügen. Ja. Zugangsberechtigung, Kreisverkehr. Operation Kreisverkehr. Operation Schmuggelnase. 555 Schmuggelnase. Ey, hier war eine Tür schon offen. Hier sind alle Türen. Tür schon. Also warst du schon hier wahrscheinlich. Drin. Keine Sorge, wir sind hier allein. Das sagt er immer. Und auf einmal, zack, ungeschmiert. Und zum kleinen Kuschelkabuff. Okay, falls wir gleich los müssen, ich glaube, ich habe einen Buggy gesehen. Also wir müssen eigentlich los. Wäre eine geile Idee. Also ich habe einen Buggy. Buggy oder Boot? Was? Buggy. Ja, im Boot kann aber nicht so viel passieren, ne? Ja, aber wohin mit dem Boot? Wir müssen ins Inland. Wohin? Ja, dann müssten wir wieder einmal um die Insel, das ist blöd. Und wir wissen alle, das wird niemals funktionieren.
Also nehmen wir den Buggy, ja? Ja. Ich hätte gerne einen Sucher. Steig doch auf! Ich hab hier nur so ein holographisches Visier. Da werden Leute mit Uzis getötet, irgendwo in der Ferne. Sicher Uzis? Wo sind wir eigentlich? Ach du Scheiße. Ja, wir sind ewig weit weg. On the road again. On the road. Und du willst echt über die Straße fahren, ja? Ja, mit dem Buggy. Du weißt, wie instabil ein Buggy ist hier in dem Spiel. Ja, ja, deswegen, ja. Da musst du ein Stein sein. Wir überschlagen uns und sind tot. Guck das doch mal an, was der für eine Kurvenlage hat. Na, ich lade hier hinten ein bisschen meine Knarren durch. Wird schon alles so werden. Wir kommen jetzt demnächst in eine neue Stadt. Boah, dieser Buggy. Ja, mein Gesicht erinnert mich irgendwie an so einen Schauspieler. Ich weiß aber nicht genau an welchen. Der einzige Koreaner, der in Amerika spielen darf, der Lost und dieses Hawaii Five oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht. Aber das ist doch der einzige Koreaner, der in Amerika eine Schauspielerlizenz hat oder so, ne? In Wirklichkeit ein Schläfer. Wahrscheinlich. Irgendwann wird er komplett Hollywood zerstören von innen heraus, indem er schlechte Rollen spielt. Für den guten alten Kimmy. Operation Kimmy. Kim Jong-um. Kam Jong-um. kam Jong-um. Ja, ist sehr früh gestorben. Oh Mann, ey. Wow. Okay, wir dürfen nicht unsere echten Namen verwenden, falls uns Leute abhören. Ich bin Carmen Electra. Okay, dann bin ich David Bologna. Hasselhoff. Was ist das da? Ist das ein Busch oder ein Typ? Vielleicht beides. Ein Buschtyp? Buschmann. Abdel Buschmann. Also wir sind auf jeden Fall jetzt wieder hier relativ... Auf offenem Feld mit einem Buggy. zwischen mehreren Häusern. Haben wir eine andere Wahl, außer hier durchzuklonken? Ich glaube nicht. Absolut gut. Hey, jetzt kommen die hier runter. Wir bräuchten so eine Musik. Wäre geil, wenn man hier Musik abspielen könnte. Naja, so ein Dacia hat doch eigentlich ein Kassettendeck. Ja, ja, deswegen sage ich ja. Wäre endgeil. Okay, wir machen mal hier einen kurzen Break. Glaubst du, hier gibt's was Feines? Auch Anlauf für den Zaun, der ist nämlich verdammt hoch. Weiß nicht. Könnte sein. Gibt's auf jeden Fall schon mal eine gute Jacke. Cool, aber ansonsten... Bisschen so Arznei wäre ganz nice. Das war eine AKM, ne? Hier ist ja. AKM-Munition. Wo? Da drüben, neben der Badewanne. Na, nehme ich doch mal mit. Also Helm Stufe 2, Militärweste Stufe 3. Alter, meine Jacke sieht aber sexy aus, die ich hier hab, ne? Ja, schon nicht schlecht, aber ich habe einen geilen ledrigen Mantel. Drück in den Buggy, oder? Was meinst du? Weiß ich nicht. Oder zu Fuß nach Rotschock über den See. Also du willst jetzt hier einen hart auf Fußgänger machen? Ich weiß nicht. Gut, dann gehen wir zu Fuß. Weißt du, da hinten links in der Stadt oder direkt geradeaus sind auch noch Gebäude. Da könnten überall Leute sein. Du meinst, mit unserer Buggy-Action ziehen wir sie an? Ja, klar. Vor allen Dingen hier unten in Rostock. Rotschock. Da hinten bei dieser großen Scheune, da sind auch ganz gute Sachen meistens drin. Scheunen sind immer ganz gut. Scheunen, Kirchen und Schulen. Rinder, Kinder, Priester. Das sind so die, die am meisten Waffen haben. Die Priester, Alter. Kennst du hier Machine Gun Preacher? Ja, klar, habe ich gesehen. Mit Jared Butler. Der war cool. Eine starke Message. Nur mit Krieg kann man Krieg gewinnen. Ja. Krieg verhindern. Ja. So, ich könnte ein bisschen in die aufhalten? Stadt schauen. Willst du sie aufhalten? Ich werde sie alle töten. Plan, oder? Ey, wieso ist der jetzt? Den wollte ich doch... Ich will da hinten zu dieser Scheune. Ich mach Operation Scheunentor. Ich will dieses Rotpunktvisier weghaben. Weißt du, dass ich jetzt schon ewig weit von dir weg bin? Ich mach nichts. Bei der Brücke. Ich hab einen dicken Sucher. Wie ein Achter? Ja. Hast du einen Vierer irgendwie dagegen ausgetauscht? Nee, Rotpunktvisier. Habe ich aber auch hier so ein... Ich finde das ja persönlich besser als das Holographische, ne?
Das Holographische, da ist irgendwie so viel im Weg. Da sehe ich nie, wo ich hinschieße. Boah, immer wenn ich mich hier diesem Fluss nähere, denke ich, das wäre ein Fahrzeug. Jetzt kommt ein Flugzeug. Wir sind hier mitten auf so einer Brücke, ja? Also ja, man also kann richtig uns so richtig gut sehen, ohne Deckung. Wir sind echte Profis. So spielen die Profis. Aber guck mal, ich habe eine Bratpfanne. Alter, guck mal, zwei Crates hat er abgeworfen, Junge. Da nach rechts. Zwei Stück fallen da runter. Eine ist gar nicht so weit weg. Ah. Oh, da werden alle jetzt hinrennen. Ja, aber ich habe einen achtfachen Sucher. Aber hast du auch das Aim, Mr. Parkinson? Nein, Mr. Ich bin Mr. No-Aim. Hey, hier hockt doch irgendwo einer. Ich höre, glaube ich, wie jemand gekotet hat. Ich habe gehört, wie jemand so Klopapier abgerissen hat. So ein Schnaufen in der Ferne. Ja. Na, guck mal hier, da liegt doch was für dich. Ja, eine AKM ist eigentlich ganz sexy. Also hier war definitiv noch keiner. Hier liegt auch noch eine SK-12. Der SK-12 ist auch richtig gut. Ja, ich glaube, die nehme ich mit. Na, ich habe nicht genug Platz, Mann. Schmerzmittel, yes! Erstmal schön ein bisschen hier Schmerzmittel snacken. Leider kein... Boah, eine Militärweste Stufe 3. Alter! Hab ich jetzt auch. Richtig robuster Loot. Heute gibt's ja richtig guten Gratis-Loot, hä? Ja, nimmst du jetzt mit oder nicht? Was... Ja, die SK-12. Hier drüben ist noch ein Gebäude. Schon. Lass mal da kurz reingehen. Warte, ich würde gerne schauen. Ja, guck, da läuft sogar einer. Alter, hier ist so viel Stuff drin. Ich habe da hinten auf offenem Feld jemanden gesehen. Aber jetzt ist er hinter dem scheiß Baum. Vielleicht will er hier rüber zur Hütte rennen. Ich bin jetzt in dem einen Häuschen drin. Moment, ich will hier noch ein bisschen looten. Wo ist er hin? Ich suche nämlich auch ein Visier. Oh, scheiße, sie landet genau hinterm Berg und da steht einer schon an der Kiste. Alter, der lootet ganz allein jetzt die fette Kiste. Dann töte ihn, schieß ihn ab. Ich kann nicht, weil er direkt hinter dem Berg ist. Wo die, ist die, es nur einer oder das ist ein so kleiner Hügel und da, direkt dahinter ist er gelandet. Und er lootet jetzt fett. Zwei Leute. Die haben jetzt richtig gutes Equipment. Shit, da könnte ein Sniper drin gewesen sein. Oder eine LMG. Sie rennen rüber in die kleine Holzhütte. Hinter die Holzhütte. Jetzt sind sie am Funkturm. Kann den nicht sehen, ich habe keinen Sucher. Oh, sie gehen hoch auf den Turm. Beide. Ja, wahrscheinlich mit einer Sniper jetzt. Richtig ekelhaft. Auf das Duell würde ich mich nicht einlassen, wenn die eine Sniper sicher, haben. Sicher, boah, ich habe die aber so im Visier, Alter. Aber ich kann nicht schießen, weil ich die nicht sehe. Wo sind die bei der Holzhütte? Oben auf dem Turm, auf dem Funkding. Sehe die halt nicht. Ich gucke genau auf den Funkturm, aber ich sehe die echt nicht. Würde ich mich aber hinlegen. Ich sehe den nicht. Bräuchte ich einen Sucher. Reagieren sie? Ja, einer ist aufgestanden. Die haben eine Sniper. Liegen die da oben? Ja, ja. Dann haben die bestimmt eine Sniper. Jetzt habe ich eben auch einen gesehen. Die rennen rum und sind verwirrt, ha? Ja, ja. Ich sehe leider, ich habe keine Resonanz, wie ich zielen muss, weil ich nicht sehe... wo meine Kugeln einschlagen. Siehst du sie? Nee. Nee, ohne Sucher sehe ich die nicht. Die sind so weit weg, Alter. Lass mal da unten in das Haus gehen. Aua! What? Mich hat irgendwas getroffen. Wirklich? Ich habe auch einen Schuss gehört, aber der war hinter uns. Ins Haus, ins Haus, ins Haus. Hier liegt ein vierfacher Sucher, da liegt ein vierfacher Sucher. Jo, nehme ich. Hast du Schmerzmittel? Ja. Würde ich mir reinfegen. Warst du das eben gerade mit den Schritten? Ich habe auf jeden Fall eine Tür aufgemacht. Alles klar, wo ist die Zone? Wir sind eigentlich ganz gut. Relativ mittig. Wo sind die? Siehst du was? Ich bin oben auf dem Dach. Hier liegt noch ein Rotpunktvisier. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich mich nicht irre... Wir sind immer noch da oben. Echt? Ja. Ja, oh, hast du geschossen? Okay. Ja. Jetzt. Achtung, die zielen auf uns.
immer noch da oben drauf. Ich wette, die haben eine Sniper. Sei vorsichtig. Die sind runtergegangen, glaube ich, jetzt. Der eine hat sich hingelegt. Oben. Ich glaube, die sind runtergegangen. Schwer zu sagen. Ja gut. Was oh, nun? Mann. Da fliegt wieder eine Loot Crate, die wird da oben auf dem Berg landen. Mann, es sind noch 50 Menschen am Leben. Ja, und die hängen auf jeden Fall da rum, ne? Irgendwo. Also eben gerade waren die oben auf dieser Radar-Funkturm-Geschichte. Ja, ja, genau, aber dann... Und ich hinter dem Betonklumpen. Aber die könnten hinter dem Ding noch sein. Also unten sehe ich niemanden. Absolut niemanden. Keine Ahnung, wo die sind. Scheiße, Mann, ne? Aber ich habe niemanden die Treppe runtergehen sehen. Und springen kannst du da nicht runter. Das Ding hat ja ein Gitter, ne? Rein theoretisch. Wären wir unter denen, könnten wir sie doch bestimmt durchs Gitter töten. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Gittern hier läuft in dem Spiel. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Schlechte Gittererfahrung? Gitter geht gar nicht. Gitter geht gar nicht. Nee, ich sehe nichts. Also, die sind da runtergegangen, glaube ich. Was nu? Was nu? Vielleicht erstmal hier gegenüber in die Stadt? Oder hier noch ein bisschen warten. Obwohl, wir müssten looten, weil so medizinisch gesehen habe ich halt nicht so viel Stuff. Ja, ich auch nicht. Verbandpäckchen habe ich noch und ein Energy. Auto. Auto? Hinter uns irgendwo. Geh hoch. Oben. Hast du was gesehen? Da oben gewesen sein. Zwei Minuten 30. Verkleinert sich hier wieder die Zone. Aber wohin dann? Ja, vielleicht hierhin. Okay. Wir sind ja relativ mittig. Ja, aber das heißt, die anderen beiden Bengel werden ja gleich auch aus ihrem Nest getrieben eigentlich, oder nicht? Ja, läuft genau auf die Stadt jetzt gerade zu. Also wirklich viele Optionen haben wir nicht. Was hast du an... Ich habe 10-mal Verband, einmal Schmerzmittel. Ich habe 5 Verbände noch und eine Energy. Ich höre das Auto wieder. Da oben, ich sehe es. Oben bei dem Blauen. Wo fährt er hin? Straße runter, den Hügel. Hier, direkt jetzt auf dem Feld. Nee, den treffe ich so nicht. Und Vorsicht, die könnten immer noch am Wasserturm sein, die anderen. War aber, glaube ich, nur einer. Nee, die waren zu zweit. Ja? Ja, definitiv. Die waren definitiv zu zweit. Kommen wir hier wieder zu dem Turm. Auto habe ich eben gerade nochmal gesehen. Es fährt zu dem Turm. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Ja, er fährt auch zu dem Turm. Hier wird geschossen. Hinter uns? Weiß ich nicht. Ich habe nichts gehört, Bro. Mann, wir sind hier auf unserem Dach. Und ja. Gehen hier nicht mehr weg. Wir gehen hier nicht weg. Ich hab nicht mal einen Rucksack bisher, Alter. Scheiße. Also nochmal eine Runde looten. Looten? Looten? Ich weiß nicht, Alter. Guck mal, wo der Punkt, wenn wir jetzt... Warte mal, da ist das dicke Haus. Ist schwierig. Aber hier in der Stadt, ich kann mir nur vorstellen, dass hier jemand ist. Irgendwo hockt bestimmt einer und der hört uns die ganze Zeit und kackt sich wahrscheinlich ins Höschen. Oh, hier ein bisschen schluckig. Anderes Haus, wollen wir ein anderes Haus? Unten sind noch Häuser, die scheinen zu sein. Das rote da vorne. Gute ist, wir sind halt hier ein bisschen hoch, ne? Wir könnten auch in das andere Haus hinter uns mal rein. Ich hab Schüsse gehört. Sind gar nicht so weit weg, die Schüsse. Ja. Ich gehe jetzt in das Haus hinter uns. Jo, ich bin drin.
Mach die Tür zu, wenn du reingehst. Energy. Drüben ist noch ein Energy. Nimm mal den Energy hier noch mit. Hier und heil dich noch hoch. Hier ist ein Erster-Hilfe-Koffer. Nimm hier noch den Energy aber. Hab den Koffer. Hast du das Energy genommen? Ich muss erstmal einen benutzen. Ich habe keinen Rucksack. Hier oben ist nur eine Weste, aber auch kein Rucksack. Boah, ein Schalldämpfer. Geht der auf meine? Ja. Geil, ist jetzt schallgedämpft. Nice. Hier ist noch ein Energy. Hier sind richtig viele Energies. Ich habe keinen Rookie. Und ein Rookie-Saki ist halt Kaki. Ja, sagte schon der alte Weise Konfuzius. Okay, die Schüsse kommen näher. Aber es muss irgendwann hier losgehen, weil der Ring kommt jetzt wieder. Es wird noch mal enger. Okay, weiter Rucksack suchen gehen, oder? Die Frage ist, brauche ich den jetzt noch? Weißt du, so, was soll da noch großartig rein in den Rucksack? Alter, die Schlinge zieht sich gleich zu. Die kommen hier gleich alle in die Stadt wahrscheinlich. Ja klar, natürlich. Fuck you! Geht noch rund, also. Das wird nochmal ekelhaft. Andere Haus war besser wegen dem Dach, ne? Ja, aber da waren wir auch rüber offener, ins andere, ne? Haus. Das stimmt, guck mal, hier können wir so. Hier sind wir echt präsent, wenn jetzt hier einer reinkommt. Game over, Motherfucker. Dann kannst du ihm auf jeden Fall ordentlich in die Fresse schießen. Ordentlich reingeschlabbert. Aber hier sieht's aus, als wären noch nicht so viele in der Stadt gewesen. Gut, hier war wahrscheinlich wirklich noch niemand. Doch, um uns rum sind Schüsse. Alle hängen jetzt in ihren Ecken. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, natürlich. Da hinten sehe ich schon den Todesring. Es kommt von hier okay, irgendwo. Okay, da drüben ist was offen. Drüben ist auf jeden Fall was offen. Auto? Wo ist das Auto? Du schießt? Ja, ja. Er ist gegenüber im roten Haus. Also wo ich jetzt rausgucke, in dem roten Haus ist er reingegangen. Da kommt noch ein Jeep da oben. Hab ihn eben gerade unten auf, der ist unterste Etage, oberste Etage jetzt. Soll ich auf den Jeep gucken? Wo ist der Jeep? Na, der ist nach rechts weg hinterm Berg, den sehe ich jetzt gerade nicht. Der ist auf jeden Fall hier in dem roten Haus noch drin. Ja, ich habe ihn gesehen, mittleres Fenster oben habe ich ihn gesehen. Oh. Immer noch da drin, oder? Ja, ja. Ich hab einen Schalldämpfer. Ja, ich hab ihn wieder gesehen. Sehen. Sehe seinen Fuß. Sehen. Hab ihn getroffen. Ja, ja, hab ich gesehen. Blutig. Problem ist, was machen wir, wenn jetzt hier einer hochstürmt, ne? Dann hören wir ihn. Mach die Türen zu. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich behalte immer so ein bisschen unsere Tür im Auge. Da hinten läuft noch einer. Siehst du ihn? Zwei sogar. Mhm. Warum treffe ich nicht? Ach, weil dieses scheiß Gitter im Weg ist. Nein, ich schieße auch volle Möhre ins Gitter. Gibt's nicht. Aber die gehen jetzt wahrscheinlich ins rote Haus. Ja, wahrscheinlich. Da wartet der andere. Der Ring kommt. Okay, wir sind noch. Wenn wir hier ganz rüber gehen, unser Gewicht ins andere Haus. Ganz nah. Ich habe ihn gerade am Fenster gesehen. Im roten Haus. Ja, aber jetzt sind alle im roten Haus gleich. Ja, ja. Von rechts kommen Schüsse. Mann, ich hätte ihn gut getroffen. Ich hätte ihn gut getroffen. Wir haben eine Granate reingeworfen. Guck mal, oben im mittleren Fenster Granate. Ja, ja. Scheiß Gitter, ich hab volle Möhre ins Gitter geschossen. Ich auch. Voll Kacke. Da ist er. Ja. Wer ist beim Fenster?
Seh ihn nicht. Da kommt der nächste. Den hast du getroffen. Boah, haben die getroffen? Die geben sich ordentlich da, die beiden. Komm schon. Ja, die müssen jetzt auch gleich raus. Scheiße, Mann. Ja, nee, wir müssen darüber. Wir müssen in das andere Haus wieder. Andere Haus. Da. Da. Mist, ich hab schon wieder in die Vertäfelung reingeschossen. Also einer muss ja da drin jetzt gestorben sein. Ja, hier oben ist er noch. Hab ihn getroffen? Ich auch, eigentlich. Dann zwei. Jawohl. Ja. Tot. Tot. Scheiße, wir hätten eigentlich warten müssen, bis dein Kumpel ihn wiederbeleben will. Ja, eigentlich schon. Da ist dein Kumpel, hat ihn wieder getroffen. Da, er kommt raus. Unten, oder was? Ja, er läuft. Ah, oh, fuck. Jetzt ist er unten, jetzt können wir... Da hinten läuft einer über die Wiese quer. Eine Frau, halb nackt. Mit einem Dreierhelm. Irgendjemand schießt in unsere Richtung. Siehst du die Frau nicht? Bei einem Baum? Mitten auf dem Feld war eine Tussi, ich hab sie umgelegt. Eben nicht gesehen. Wir müssen hier weg, ne? Der Ring kommt. Ja, wir müssen in das andere Haus gegenüber. Komm hier raus. Hier so raus und dann schräg hier drüber hüpfen. Wow. Warum geht sie nicht auf? Schnell rein. Und zu. So. Hier ist eine Tür offen. Ich hab's ja auf und zu gemacht. Toll, wir sind direkt am Ring hier. Ich weiß. Hast du jemanden? Nee. Ich schau grad, ob sie halt da rauskommen, wie die Häschen aus dem Ring. Hast du noch gut Munition oder brauchst du irgendwas? Ich hab noch 70 insgesamt. Okay, das reicht. Ich schau gerade aus der Tür. Müssen Wände irgendwo bei Bäumen rumliegen? Schau ich in die falsche Richtung? Wieso ist denn da der Ring, der blaue? Ja, der ist jetzt überall, der ist schon so eng. Guck mal kurz auf die Karte, dann siehst du das. Ich seh's ja unten rechts auch auf der Karte. Aber ich schaue ja vom... Kommen die her? Hä? Aus der Stadt da hinten raus. Ich stehe direkt vorm Ring. Ja, wir sind direkt vorm Ring. Und in 30... Wollen wir zu dem Stein? Ja, müssen wir. Komm mal zu der Tür. Ja, ich bin da. Siehst du den Stein da vorne? Direkt, auf wenn 12. Du gerade ausguckst. Ja. Ja, da ja. Müssen wir hin. Achtung, neben uns wird geschossen. Beim Berg da oben. Oben beim Berg sind welche. Am Ende City auch, Alter. Wir könnten jetzt mal gucken, ob wir hier den Berg hochkommen. Komm mal mit. Langsam. Der Ring! Jetzt oh, haben shit. Wir verkackt. Zum Stein. Da rennt jemand zum Stein auch. Boah, scheiße, verliere ich Lebensenergie. Sprinte. Sprinte! Dann brauche ich gleich einen Verband. Wir sind drin, oder? Ja, fast. Zum Baum. Vorsicht, hier muss aber einer sein. Hier ist ja gerade einer rechts rüber gerannt. Ja, hier ist irgendwo einer runtergerannt. Geh zum Baum und guck, ich muss mich verbinden. Ich sehe nichts und wir müssen da hoch? Jetzt geht's wieder hoch ein Stück. Aber der Baum ist nicht schlecht. Es sind nur noch 6 am Leben. 2 davon sind wir, falls die Rechnung uns einbezieht. Ja, weiß ich nicht. Also hängen die unten am Fluss irgendwo. Ja, wahrscheinlich. What the fuck, wo können die denn sein? Der Ring ist so klein. Ja, eben. Die unten am Fluss sind die. Die sind unten am Fluss. Was war das? Da drüben. Da, wo hinter dir ist Rauch. Au, von... Da. Wir sind unten am Fluss, ne? Au, scheiße, Alter. Ich habe einen getroffen. Und wo? Aber, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen. Das... Direkt an dem Stein. Also,
direkt von da geradeaus, wo du jetzt guckst, ist auf jeden Fall einer. Der steht auf der anderen Seite vom Fluss, oder wie? Nee, nee, also auf unserer Seite vom Fluss. Der, jetzt kommt wahrscheinlich... nee, ich glaube, keiner lootet mehr um die Zeit. Das wäre dumm. Hä? Ich höre Schüsse von links, aber da kann doch keiner sein. Fuck. Fuck, jetzt kommen die Granaten und die Bomben. Moment, ich kann hier noch Energy nehmen. Ich mach mich so fit ich kann. Muss da unten sein. Der eine hockt wahrscheinlich immer noch hinter seinem Stein. Ja, aber der Ring geht jetzt... Oh, Spam-Verdacht, Anruf. Vorsicht, Vorsicht. Eine Patrone gehört. Und wo denn? Unsichtbar. Shit, nee, der war da drüben. Fuck! Unsichtbar. Fuck. Fuck. Boah, aber Rang 2. Ey, hallo. Rang 2 hallo. Ist auch eine Leistung. Also so engen Ring habe ich noch nicht gesehen, ne? Boah, mies. Das war ein richtig enger Ring. Shit. Na gut, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, ne? Bewerten, wäre super sexy. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Kisho hat seinen Penis nicht geputzt. Koreaner. Ist das eine Beleidigung? Wahrscheinlich nicht. Nein.